Da ist zu viel Licht, oder? Für mich ging es so lange. Geh ein Stück nach hinten. Au! Entweder sind wir groß oder das Ding ist zu klein. Das ist zu weit oben. Wie meinst du? Unten zu wenig. Hallo, meine Liebe! Okay, fangen wir an, okay? Ja. Komm mal. Hallo, meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem Video von uns. Ja! Oh Gott, wird immer verrückter. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir werden heute, jetzt hör mal kurz auf hier. Wir werden heute euch zeigen, was wir alles beim Teddy gekauft haben. Das haben wir euch ja live mitgenommen beim letzten Video und wir wollten euch heute nochmal ganz genau zeigen, was wir gekauft haben. Weil wir ganz viele tolle Sachen gekauft haben und natürlich macht es einen Sinn, euch zu zeigen. Wir fangen mit dem ersten Ding an, was ich hier schon im Arm habe, oder? Ja. Also, wir haben eine Ukulele gekauft. Und zwar wünscht sich die Luisa schon so lange eine Gitarre. Sie sagt immer, sie will eine Gitarre. Und der hat so ein Ding fürs Gitarre spielen. Ja, und das ist halt so eine Spitzegitarre, aber da steht halt auch Ukulele drauf. Ja. Ukulele. Und es macht wirklich schöne Geräusche. Also es ist nicht nur so eine Spitzegitarre, so mit Plastik. Ja, zeig mal, was du kannst. Müssen leise sein, das ist nämlich eigentlich ein Ostergeschenk für die Luisa. Und die Ukulele hat 12 Euro gekostet. Ich meine, ich finde es okay. Ist aus Holz. Ich zeige euch, was ich kann. Und das hat mehrere Farben gegeben. Moment. Warte, ich wollte jetzt kurz viel lehnen. Achtung. Weil du Hausgegeld. Ich hab voll drauf gehört. Ja, ist schon gut. Hat er gefallen? Als nächste haben wir für die Doggies Kuscheltiere gekauft. Juhu. Und zwar richtig gute Kuscheltiere. Für unsere Hunde mussten es nämlich, also es darf nicht so ein normales Plüschtier sein, sondern es muss richtig robust sein. Richtig fest. Und das ist eine Giraffe oder ein Esel. What? Das ist ein Alpaka. What? Yeah. Alpaka, ja, oder? Steht nicht drauf. Auf jeden Fall ist es ein Kuscheltier. Hat so einen gerippten Stoff hier, Plüsch. Und dann hier ist steht, so ein, dass er einen Lautsprecher drin hat. Nein, es hat so ein Quietschding eingebaut. Okay. Wenn die Hunde das hören, die kommen gleich rein. 4 Euro hat das gekostet, oder was? In Deutschland kostet es 4 Euro, aber in Österreich kostet es 5 Euro. Ist aber unfair, oder? Naja, wir zahlen mehr Steuern, oder? In Österreich zahlen wir 20%, die Deutschen zahlen dann 19%. Dann gibt es noch in der Wundetüte. Warte kurz. Dann als nächstes haben wir Kausnacks-Bonbons. Bonbons? Nein, nicht Bonbons, Entschuldigung, Crotons. Ja, irgendwie so Kauknochen. Wo steht das? Ja, Kausnacks. Große Knochen, Croton. Croton. Das schaut auf alle Fälle sehr, sehr lecker aus. Die Kauknochen haben 1,75 gekostet. Nein, ist sehr groß gewesen. Und ja, die schauen auf alle Fälle sehr, sehr lecker aus. Ja, bitte nochmal da. Nein, nicht jetzt. Nachdem wir da gedreht haben. Sie riechen auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Sie riechen wirklich nicht schlecht. Sie riechen wirklich nach Butterkeks. Das ist wirklich wie Keks. Soll ich beißen? Ja. Bin nicht deppert. Kann man gar ich nicht. Ich küsse mich nie wieder. Oh, halt die Hand. Du hast gegessen. Ich habe nur kurz runtergekruncht. Ist ja nicht schlimm. Stell dir vor, wenn man wäre hungrig, dann würdest du auch eins essen, oder? Naja, ich würde auch Karton fressen, wenn es Hunger hat. Habe. Karton? Ich habe Hunger gehabt. Irgendwas muss man in den Magen reinhauen, oder? Achso, Karton, ja, voll Nährwert. So, weiter geht's mit. Warte, bitte. Man, mit dem Bauch ist nicht so einfach, ich sag euch. Wer, dann zeige ich das. Warte, muss auch dein Schild aufgeben. Dann haben wir den Hunden nochmal so ein Kuscheltier mitgenommen. Und zwar eine Gans, oder? Eine Ente, oder? Eine ganze Gans. Eine Laufente. Schau dir wie so eine Laufente. Das hat 3,50 gekostet. Und das geht, ist oder? Auch so aus eher einem stabileren Stoff. Wie sehen wir so ein Leinen, oder? Und da unten ist so ein, wie sag ich, so ein Strick. Halt so ein langweilig dich vielleicht. Nein, ich bin auch müde. Wir sind 6 Uhr auf die Beine. Weiter geht's. Ich muss kurz in der Tüte tauchen. Ich sage, das ist nicht mehr so einfach, mit 41 dich zu bücken. Oh. Das ist
trauriger Papa. Dann als nächste habe ich zwei Tüten Kauknochen gekauft mit... Einmal Huhn und einmal Rind, oder? Ja, nehme ich mal an. Also Hühnchen, Rind. Oder Ente, kann auch sein, oder? So. Steht nichts drauf. Viermal kaufst nichts. Darf nicht... Ja, das ist halt Hähnchen. Rinderhaut, Hähnchen steht hier. Das steht auch Rinderhaut, Hähnchen. Rohprotein. Ja, keine Ahnung. Irgendwas. Egal, irgendwas halt. 2,50 € die Packung. Ja, zwei Stück, 5 Euro. 2,50 € die Packung. Okay. Yeah. So, da. Die Packung kostet 2,50 €, wie man sieht. Nein, aber die Gummi. 2,50 €, ja. Also. Die Kaugnochen haben 2,50 € gekostet. Gekostet. Eine Stunde später. Eine Packung. Also, ja, wir haben verstanden. Ja, verstanden. 50 gekostet. Einmal mit Rind. Ja. Einmal mit Rind, ja. Einmal mit Rind. Dann haben wir den Hund. Schau mal, wie die Mama jetzt zeigt. Voll professionell. Also, wo bist du? Warum hast du nur 4? Also 5. 5 Donuts. Wo ist der 5? Da hinten. Gib mir auch eine. Ich will was in der Hand haben. 5 Donuts für die Hunde. Man sieht den 5. nicht. Oh ja. Ja. Bei mir, 3 bei dir. Ja. Auf jeden Fall hat er so einer 2,50 € auch gekostet. Auch? Die sind richtig cool. 2,50 €. Also die Hunde klauen. Die Hunde kauen da voll lange dran. Klauen. Sie die Knochen voneinander. Ja, das auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall, die, von denen haben die mega lange was. Und wenn man sie wirklich beschäftigt halten will, dann so ein Donut. Auf jeden Fall ist bei... Auf jeden Fall ist bei Teddy die Hundeabteilung riesengroß. Ich habe damit bei der Schreibwarenabteilung oder Bastel, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall diese coolen Stifte gefunden. Stifte sind ja keine Stifte, das sind Pinselstifte. Das hat nämlich so einen Pinselkopf. Seht ihr, das ist ein Pinsel. Und da ist schon die Farbe da drin. Glück dabei sein. Auf jeden Fall zwei Pakete habe ich mitgenommen. Packungen, also 3,50 € jeweils eins. Und da ist die neonfarbene und normale. Oh mein Gott! Dann haben wir zwei Kerzen gekauft, jeweils 2,50 €. Willst du erklären? Warum? Nein. Das ist mein Geheimnis. Okay, ich werde euch verraten. Also abgesehen davon, dass der Papa unser Kerzentyp ist, der hat immer 3000 Millionen Kerzen zu Hause. Ich habe gekauft, weil ich mir gedacht habe, falls irgendwann einmal ein Stromausfall geben sollte, für 3, 4, 5 Tage, dass wir nicht wie die Maulwürfe im Haus gehen, sondern wie Menschen mit 2 Kerzen. Ja, bist du. Schlafende Kind, ja? Also deswegen. Ja, du hast halt in der Kommunistenzeit gelebt, oder? Da war oft der Stromausfall. Ja, so eine Kerze war in einem Monat weg. Ja, deswegen, Papa, unser Kerze. Also Hausaufgaben beim Kerze machen. Ach so? Dir sicher. Krass. Haben die es so essen? Krass, das ist ja auch gar nichts, oder? Mhm. Früher war besser. Früher war alles besser. Dann haben wir uns dekomäßig jetzt auch was Süßes gekauft. Und zwar habe ich diese Erdbeere gefunden und dann diese Flasche. Und das ist so eine Vase. Ja, das ist alles Deko. Du kannst es in die Kamera halten. Also. Achso, Entschuldigung. Genau, so geht das. Ja. Schau mal bitte, wie süß diese kleine Erdbeere ist. Schau mal, wie süß meine Flasche ist. Süß. Süß. Nicht süß. Das hat 3,50 € gekostet. Ja, schon gut. Und das nur 2,50 €. Wow, Schnäppchen. Ja, sicher, schon. Was steckt mal rein? Weißt du nicht, ich habe noch so ein paar trockene Blumen vielleicht. Okay. Was mir bei dieser Erdbeere gefällt, ist dieses silberne Stiel. Stil, ja, das schaut echt edel aus. Cute. Cute. Weiter geht's mit Party Poppa. Party Deko. Wir haben ja bald Geburtstagsparty von der Lari. Die wird 7 Jahre alt, deswegen haben wir auch ein paar Partysachen gekauft. Nicht nur Konfetti-Schießer oder wie ist das? Konfetti-Schießer. Luftschlangenwerfer. Schaut auf alle Fälle sehr cool aus, ist umweltfreundlich, denn das ist alles aus Papier, Ja, auf jeden Fall, wir kaufen immer so für die Geburtstage sowas und die Kinder haben so Spaß daran. Das ganze Wohnzimmer schaut so bunt aus, deswegen... Und das ist nicht pyrotechnisches, kein pyrotechnisches Material dabei, also das ist echt cool. Gibt es sowas mit Pyrotechnik? Ja, das ist boom, knallt. Ah. Auf jeden Fall 2 von denen, oder? Genau. Da hat je 2,50 € gekostet und drinnen ist dann wahrscheinlich dieses ganze Zeug hier. Genau. Ja. Herzchen und Spiralen und so. Spiralen. Weiter geht's mit Geburtstag. Wir haben so eine Party gelandet, so eine Happy Birthday. Also wenn man da guckt, dann sieht man es, wie es ausschauen soll. Dann haben wir auch so einen Ballon mitgenommen. Natürlich doch so richtig Happy Birthday, so ein Folienballon.
Ja, wir haben schon so eine. Wir kaufen immer Helium in Flaschen, schon selber. Und wir füllen die dann immer, weil es ist immer viel günstiger, weil so ein Ballon kostet 1,75. Und weißt du, früher haben wir die fertigen Ballons gekauft, haben wir 10 Euro gezahlt. Ja, Wahnsinn. Und jetzt sparen wir uns einfach Helium. Und dann kaufen wir so und dann haben wir voll viel länger was davon. Ja, klar, gell? Und die Heliumflasche kann man öfter verwenden. Ja. Also bei mehreren Geburtstags. Und da wir auch Geburtstag feiern, weil wir viele Kinder haben, brauchen wir mehrere Flaschen mehr. Ja. Dann haben wir noch einen Ballon als Teddy. Nein, das ist ein Panda. Panda. Der ist jetzt ungefähr 66 groß. Ja, der ist ungefähr. Ja. Entschuldigung. Das ist so ungefähr. Auf jeden Fall groß und kostet 2,50 auch. Also 2,50 finde ich okay, oder? Ja. Dann haben wir den Numero 7. Also so eine mega schöne pinke Kerze, große Kerze für die Lara, die ja 7 Jahre alt wird. Dann haben wir noch so eine coole Girlande gekauft. Schaut mal, das ist so eine Luftballon-Girlande. Das kostet 1 Euro in Deutschland, Österreich, überall. Ähnlich ein Preis wie in Deutschland. Dann haben wir 2 Stück Lufthammer. Lufthammer ist es, oder? Partenbücher. Okay, Hammer zum Aufblasen. Die haben so ein irgendwas. Das ist ein Foto, könnt ihr sehen. Das ist so ein, ja, so ein Hammer, einfach, den man aufblasen kann. Und irgendwie ist da so ein, eine Glocke drin. Dann haben wir natürlich auf die Geburtstagsparty von Lara eine Brille gekauft. Das hat gekostet 1,75 Euro. Schnäppchen. Wo kaufst du Brille 1,75 Euro? Ich habe dann auch sowas mitgenommen. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Ah, das ist das Beste. Ich habe was gekauft, aber ich weiß nicht was. Es schaut so aus. Kann man gerne probieren? Leute, ich werde es gleich essen. Schaut so aus, aber was sagt uns jetzt, wie wir das kosten? Wie wir das schon. Man braucht definitiv einen guten Gebiss. Nicht gut? Oh, sehr gut. Das ist ja meine Hose. Also nicht gut, du solltest nicht auf die Torte drauf gehen. Hm. Oh mein Gott, du brüllst alles voll. Soll ich es nicht auf die Torte geben? Du machst die Torte kaputt. Das ist mehr für Halloween, wenn irgendwer kommt, dass die Kinder schnell weggehen. Aber vielleicht ein Fehlkauf. Dann hat die Mama gekauft. Mini Marshmallows, die Torte auch zum Dekorieren, hab ich mir gedacht. Für die Woofies haben wir noch was gekauft, ich hab's vergessen zu zeigen. 5 Kaurollen, Mega Trees. What? Mega Trees. Ja, 2 Euro. Ja, 3 braune, 2 schwarzen. Ja. Dürfte gut sein, das war die letzte Packung. Die Mama geht immer nach diesem Prinzip. Wenn das Regal fast leer ist, schmeckt gut, ist ausverkauft, muss ich auch kaufen. Dann hat die Mama irgendwas hier gekauft, der angeblich mega gut schmecken sollte. Moment, Moment. Also das sind Hitchis, oder wie die heißen? Hitchis Soft steht da drauf. Und Erdbeergeschmack. Und ich liebe Erdbeergeschmack. Und ich liebe so Karamellbonbon. Und ich habe da schon 2 Pakete mitgenommen. Nur die sind halt echt scheiß hart. Also ich weiß nicht, wo die Soft ist. Also für diese Dinge braucht man wirklich einen guten Gebiss. Ja. Entweder man hält sie irgendwo im Warmen. Im Backofen. Weil sie waren so hart, man konnte sie kaum beißen. Wobei jetzt sind sie weicher als im Auto. Ja, auf dem Heizkörper lassen und dann wird's schon. Die malen so gern zusammen. Auf jeden Fall super Color. Dann hat die Mamas. Die Mamas. Dann hat die Mama Zungenmaler gekauft. Zungenmaler. Steht drauf. Ich habe gesagt Zungenmaler. Ja, Zungenmaler, keine Ahnung. Ich als Deko auch gekauft für die Torte, weil habe ich irgendwo ein Bild gesehen, dann so. Lollis so reingesteckt waren, das hat sich nicht gut ausgeschaut, deswegen habe ich die mitgenommen. Ich habe mir eine Packung Zucker gekauft. Ich habe sie gekauft, weil sie so schön bunt sind. Und die haben so Muster drauf, wie zum Beispiel dieser gelbe, hat so braune Dings drauf. Schaut aus wie quasi Kerne. Was für Kerne? Ja, schau, guckst du. Das schaut wie eine Bananenscheibe aus. Das soll doch eine Zitrone darstellen, aber es ist nicht gelungen. Warte, mach auf und dann. Das sind schon aus wie Bonbons aus Papas Kindheit. Oder? Ja, und deswegen wollte ich unbedingt nehmen, weil ich habe mich selbst gemacht auch, gell? Schaut mal bitte diese Zucker aus. Seht ihr das? Seht ihr das? Mit Blumenmuster. Ja. Und das schmeckt, ich weiß jetzt schon, sehr gut. Ich lüge nicht. Wenn ihr irgendwo in der Nähe beim Teddy seid, das müsst ihr kaufen. Gönnt euch, Bro. 1 Euro, zahlt sich aus, definitiv. Mein Liebling. Der Papa ist unser Bonbon-Typ.
Der kauft immer so viele Bonbons. Die ganze Naschlade ist voller Bonbons. Er isst immer nur eins, zwei und der Rest vergammelt dann dort. Stimmt nicht, vergammelt. Schauen wir mal, das sind Kaffeebonbons, Kräuterbonbons. Aber Bonbons lutscht man so, wenn man Lust hat, nicht ständig. Du riechst nach Bonbons aus dem Mund. Ja, mein Bonbon im Mund. Ja, wolltest du nach Auto rechnen. Für die Kinder haben wir auch Bonbons mitgenommen, Bonbons an Stiel. Aber die schauen auch schon sehr lecker aus. So bunt. Also, wie ihr merkt, Papa das mag Auge gut. Ist mit, oder? Lutscherigen Bonglolli. 1 Euro. 6 Lei. Oh, steht auf Rumänisch auch? Ja, steht auch immer auf Rumänisch dahin. Mein Gott. Acadea Rock. Arocca? Acadea Rocca. Und was gibt's da noch? Ich habe was für die Lara noch mitgenommen, für ihren Geburtstag habe ich gefunden. Und dann, habe ich diese Chupa Chups, wie sagt man? La Belle, oder? Ja, La Lib. La Lila Lebe. Ja, La Belle. Ich habe mal Chupa Chups geschmeckt. Muss man nur einpacken zu den Geschenken. Wir müssen noch Geschenke einpacken. Wo ist das Geschenkpapier? Im Auto, hast du gesehen, das gesehen? Bitte, Patrick. Wir sind im Auto. Wir haben noch Geschenkpapier vergessen. Im Auto. Ich rufe mal den Patrick. Als nächstes haben wir noch Pickband. Ist das Pickband? Pixo, Klebeband. Gut. Warte, Kursband. Wir haben auf jeden Fall noch ein Geschenkpapier gekauft. Wir blenden euch hier ein Foto ein. Ein Geschenkpapierrolle. Wir haben es im Auto vergessen. Ja. Papa, bist du zu faul? Ich bin nicht zu faul, aber ihr wisst gar nicht, wie der im Büro aussieht. Und dann wieder rauszuschleichen, das ist... Sollen wir ein Foto einblenden, wie es hinter der Kamera aussieht? Oder eher nicht so. Ist das peinlich? Das ist ja Horror. Okay. Let's go. Also. Wir haben auf jeden Fall fürs Geschenkpapier auch ein Tixo gekauft, damit wir es zukleben können. Pickband. Pickband. Das heißt nicht Pickband. Ja, das ist ein Band, der pickt. Ja, Klebeband. Oh, nicht Pickband, das ist ein Klebeband. Und wir haben das Coole mitgenommen. Das kann man nämlich beschreiben. Hier seht ihr von der Marke Stanga für 1,75 Euro. Mit Stanga. Stanga, Langa. Danke. Ah, ich hab das mitgenommen. Haribo Tutti Frutti. Das ist. Kennst du das noch? Ja. Aber das ist so irgendwie größer, siehst du? Normalerweise ist es ja viel kleiner. Mir schmeckt am besten der mit Ananas. Boah, das schmeckt mir überhaupt nicht. Und es gibt noch Bananen. Bananen schmeckt mir auch nicht. Also wir ergänzen uns gut. Was mir schmeckt, schmeckt dem Papa nicht und umgekehrt. Deswegen können wir. So, mich schmeißen wir nie was weg. Es gibt ein Schwein für alles. Ein Schwein? Ja. Bei uns in Österreich gibt es ein Sprichwort, das heißt, wenn man den Papa nicht hätte, dann... Das ist das dummste Sprichwort, das ich je in meinem Leben gehört habe. Aber okay, kurz hinaus. Wenn man den Papa nicht hätte, hätten wir nicht Schwein uns leisten können. Ich habe mich voll angeschissen jetzt von lauter. Oh, der hat recht. Okay, gehen wir weiter. Also, wenn wir den Papa nicht hätten, könnten wir uns ein Schwein da leisten. Ein Schwein da. Ich habe mir noch Jelly Beans gekauft. Nein, Jelly Beans heißt das? Wer ist das? Da, ich habe mir noch Jelly Beans gekauft um 2,50 Euro. Entschuldigung, für die Österreicher 3 Euro. Und ich bin jetzt ziemlich wurscht. Ich habe mir dann noch. Okay, lass mal das. Ja. Okay. Und dann haben wir noch einen gekauft, auch ein Fake Jelly Beans von Fini. Das ist ja auch Fake. Das ist Jelly Beans drauf. So gut, aber es ist nicht das Fake. Jelly Beans Logo. Das ist das Jelly Original. Heißt, ist Jelly. Jelly. Ah, Jelly. 1 Euro mit auch verschiedenen Schmecker. Und was mir bei denen sehr gut gefallen hat, ist, dass wirklich das alles sehr, sehr bunt sind. Und ich habe mir gedacht, dass. Das auch sehr gut schmecken. Und 1 Euro kann man sich leisten. Gibt's noch was? Das war's. Das war's. Ja, das ist so viel dazu. Wie viel haben wir ausgegeben? Wir haben 100 Euro circa. 100 Euro. Also 93 oder so. Also. 100 Euro. Pi mal Daumen. Mehr oder weniger. Ja, ist es wurscht. Sprit dazu. Ja. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass der Teddy Hall euch gefallen hat. Opa war noch immer sein Bonbon im Mund, wie ihr sehen könnt. Ja. Wir sehen uns nächstes Mal. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren und tschüss!